Uważam, że mecz mogliśmy wygrać, niestety nie udało się. Zabrakło agresywnej obrony, podań w tempo i decyzji, które mogły zdobyć kluczowe punkty. Kolejny mecz z naszym udziałem na bardzo wygodnym poziomie. Mecz bardzo dynamiczny, bardzo dużo walki. W końcówce po prostu zabrakło tylko chłodnej głowy, które chłopacy muszą się nauczyć. Podsumowując cały turniej, generalnie uważam, że mega duże doświadczenie, które myślę z czasem w przyszłości zaprocentuje podczas gry w rozgrywkach. Dziękuję. Also das Spiel war sehr begeisternd für uns alle. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Wir lagen zwar dann nach dem dritten Viertel schon ganz schön wieder zurück, aber haben dann auch schön gespielt, schöne Spielzüge gemacht und dann auch den Rückstand sehr gut aufgeholt. Haben auch wieder unseren Rhythmus bekommen. Der Gegner war jetzt aber auch nicht einfach schwach, er war auch schon sehr stark. Wir hatten auch wirklich Hoffnung, ich hoffe, alle hatten Respekt davor, also von ihrem Gegner. Aber letztendlich war das Spiel eigentlich für uns alle auch lehrreich, auch das ganze Turnier war für uns lehrreich und dafür will ich mich auch nochmal bedanken. Für die Manager, für den Verein, der das gemacht hat und auch für alle anderen. Ja. Vom ersten jetzt zum letzten Spiel haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben offensiv besser gespielt, wir haben einen besseren Rhythmus gefunden, wir haben den Ball ein bisschen besser bewegt, haben das Spiel besser kontrolliert. Defensiv haben wir deutlich besser verteidigt, haben jetzt am Ende mit drei Großen und zwei Kleinen das Spiel auch drehen können. Vorher hatten wir mehr Kleine auf dem Feld als Große. Ich denke, das war der Gamechanger. Und die Jungs haben am Ende noch mal Ruhe bewahrt. Jonas hat am Ende noch mal einen Wurf getroffen, der entscheidend zum Sieg geführt hat, was auch sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, dass dieses Turnier, danke nochmal an alle Turnierteilnehmer und an alle Coaches, Spieler und an die ganze Organisation für das Cyber-Turnier. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier teilnehmen durften und wir freuen uns auch immer mal, euch in Potsdam zu bekommen und auch der Host zu sein. Und deswegen freue ich mich erstmal auf die gemeinsame Zeit. Thank you, Tali, for this tournament and we are happy to be here.